Wenn es um die Digitalisierung geht und die Konsequenzen daraus, ist ein ganz wesentlicher Punkt gerade schon angesprochen worden, nämlich Zeit. Digitalisierung und Vernetzung und IP-Basierung bedeutet insbesondere im Medium Fernsehen eine dramatische Zunahme an Geschwindigkeit, was dann wiederum bedeutet, dass es natürlich für den Einzelnen beim Bauen der Nachrichten, beim Entwickeln der Programme natürlich etwas weniger Zeit gibt. Und deshalb hat das für uns recht weitreichende Konsequenzen. Was ist eigentlich bei der Digitalisierung in den letzten 10 Jahren passiert? Wir leben in einer Welt, die sich gerade im Fernsehen so dramatisch verändert hat im Vergleich zu vor 10 oder 15 Jahren, dass man sich das immer wieder bewusst machen muss, was das eigentlich im Daily Doing jeden Tag bedeutet. Was das wirklich das tägliche Fernsehschaffen, wie es das verändert hat. Hier sehen Sie mal ganz kurz, der Strich bedeutet, hier beginnt die Revolution. Oben drüber steht die analoge Verbreitung, Terrestrik-analog, Kabel-analog, Satellit-analog, das hat Anfang der 90er Jahre begonnen. Ab dem Jahr 2000 mit der Etablierung der digitalen Satelliten, das berühmte DVB-S, hat sich die Zahl der Sender, das werden wir gleich sehen, so dramatisch verdoppelt, dass hier auch der Wettbewerb sehr, sehr stark gewachsen ist. Und hier sehen Sie, dass ab dem Jahr 2000, auch bis ins heutige Jahr hinein, was hier noch nicht dabei steht, ist dann auch noch das Internet. Das ist ja auch sehr dramatisch, was sich dort in YouTube, in diesen ganzen MyVideo-Kanälen abspielt. Das ist auch sehr, sehr stark im Kommen und wird in den nächsten Jahren auch noch sehr stark weitergehen. Hier sehen Sie mal, dann heruntergebrochen, wie hat es eigentlich im Wettbewerb ausgeschaut? Terrestrik-Analog waren 2 Sender hier in Österreich, das war der ORF. Dann kam irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er Kabelanalog, das ist dann angestiegen von 10, hat es begonnen und dann auf 35, jetzt durchschnittlich 38 Sender pro Kabelnetz. Der Satellit ist dann parallel gekommen, um eben die, insbesondere in Deutschland, die Gebiete zu versorgen, die keinen Kabelanschluss haben und trotzdem eine höhere Versorgung haben wollen. Und auch hier wieder der Strich, mit dem digitalen Satelliten ist das ganze Ding explodiert. Wir liegen jetzt beim Satelliten bei 1000 bis 1500 Kanälen. Wenn man sich noch einen doppelten Satelliten nimmt, nämlich nicht nur Astra, sondern auch noch Eutelsat dazu, dann liegt man bei 3000 bis 4000 Kanälen. Nutzt kein Mensch in Konsequenz, schon klar, aber das Angebot und der Wettbewerb ist deutlich vielfältiger geworden. Jetzt im Jahr 2007 dann noch dazugekommen DVB-T, das heißt die Ablösung des analogen Satellitensignals, des analogen terrestrischen Signals vom Kahlenberg hier in Wien durch die digitale Terrestrik. Begonnen im Jahr 2006 durch UPC in Wien, jetzt aber im sehr, sehr stark steigenden Segment ist Kabel digital, DVB-C, wo die einzelnen Kabelnetzbetreiber sehr, sehr viele unterschiedliche Sender einpflegen. Und dann jetzt noch im letzten Jahr zur Europameisterschaft gestartet, wird im Moment meiner Meinung nach zu sehr heruntergeschrieben oder zu wenig beachtet. Das ist Mobile TV über DVB-H. Empfangbar über die Handys. Dort sind wir von Puls von Beginn an mit dabei gewesen, weil ich zum Beispiel sehr stark darauf setze, dass das Bewegtbild auch auf den dritten wichtigen Screen eines Menschen, nämlich auf der einen Seite Fernsehen zu Hause, Computerscreen und der dritte wichtige Screen, das wissen wir alle, ist das Handyscreen. Und es gibt überhaupt keinen Grund und die ganze Welt, wo DVB-H sich entwickelt, zeigt, dass auch Bewegtbild-Content auf dem Handyscreen eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Hier nochmal ein Überblick, wie hat sich die Fernsehnutzung entwickelt. Das sieht jetzt so aus, als sei das über die Jahre hinweg gestiegen. Ich meine, das sind alles nur Vorbemerkungen, damit man darauf kommen kann, was bedeutet das eigentlich. Das heißt, wir haben vor 1980 bei einer Zwei-Sender-Situation circa 100 Minuten gehabt mit Etablierung der Kabelnetze. Das heißt, mit größerem Angebot steigt das an. Mit digitalem Satelliten, mit noch größerem Angebot steigt es an. Im aktuellen Jahr 2009 stehen wir bei 161 Minuten, aber das sinkt seit 2007, die Fernsehnutzungszeit. Waren wir schon bei über 170 Minuten und das geht sukzessive etwas zurück. Im Moment schaut es so aus, als ob sich der Trend ungefähr bei den 160, 158 Minuten pro Tag etablieren und einpendeln würde. Das ist Unterschnitt europaweit, muss man sagen. Das ist in anderen Ländern, ist der Fernsehkonsum höher. Teilweise bei 190, teilweise sogar bei über 200 Minuten. Das spricht für eine starke, diversifizierte Medienlandschaft auch in Österreich. Was bedeutet das jetzt für uns, die wir das machen?
Die Rahmenbedingungen haben sich dramatisch verändert. Das heißt, die Programmvielfalt ist exponentiell angestiegen. Trotz aber mehr Sendern steigt der Konsum nicht dementsprechend mit, sondern nimmt im Moment sogar tendenziell leicht wieder ab. Das bedeutet, Konsequenz, die Zuschauer gehen viel selektiver als früher. Logisch, das ist ganz normale eigene Erfahrung. Je mehr Angebot ich habe, umso mehr bin ich auch dazu bereit zu zappen. Das heißt, meine selektive Nutzungsgewohnheiten steigen. Und das wird nochmal, und jetzt sind wir wieder beim Thema Digitalisierung, nochmal befeuert durch den sogenannten EBG, den Electronic Program Guide. Das heißt, das ist das Elektronische, wenn Sie zu Hause einen digitalen Satelliten haben, dann können Sie auf Knopfdruck einen Überblick haben, was läuft auf anderen Sendern gerade im Moment der Zeit. Das wird immer stärker genutzt, deshalb ist der EBG auch bei allen Wettbewerbern so ein harter Kampf, weil dort drauf zu sein und dort gut vertreten zu sein, ist eminent wichtig, um einen Wettbewerb gestalten zu können oder euch auch mitzugestalten. Das heißt, das Zapping-Verhalten steigt sehr stark an, was auch wieder bedeutet, Konsequenz daraus, die Zuschauertreue sinkt. Zuschauertreue ist in unserem Slogan oder in unserem Sprachgebrauch, wie lange bleiben Zuschauer und wie häufig kommen sie zu uns, nicht wegen einer Sendung konkret, sondern weil sie den Sender Puls 4 oder auch ORF 1 oder auch ZDF oder was auch immer sehr gerne sehen. Das heißt, früher hat man gesagt, am liebsten schaue ich ZDF oder ORF 2. Das hat sich verändert. Das ist hingegangen weg von einer Senderbindung hin zu Formatbindung. Bestes Beispiel, würde heute der Produzent von Gute Zeit des schlechten Zeiten, würde der heute von RTL rüberwandern zu Sat.1 oder aber rüberwandern zum ORF, dann würde die gesamte Klientel von Gute Zeiten, schlechte Zeiten mitwandern. Das ist eine so starke Bindung nicht an den Sender, sondern an das Format, dass das diese frühere Bindung aufgelöst hat. Also diese Tendenz ist eindeutig feststellbar. Was bedeutet das jetzt wieder für uns? Und jetzt spreche ich nicht nur, ich habe Journalismus studiert, aber jetzt bin ich halt Geschäftsführer und das heißt auch für die wirtschaftliche Situation zuständig. Wir müssen mehr Geld investieren, um überhaupt Zuschauer zu finden, die weniger sind als früher. Und die dann auch noch weniger bleiben, weniger lange bleiben als früher, weil einfach durch das Zapping-Verhalten die Gesamtverweildauer bei einem Fernsehsender durchschnittlich dramatisch gesunken ist. Was dann die Konsequenz ist, und hier bin ich natürlich als Vertreter eines Privat-TVs immer auch der Kritik ausgesetzt, ja, wir machen natürlich solches Programm, von dem wir glauben oder hoffen und erwarten, dass wir dementsprechend massenattraktives Programm machen können, um die Quote zu machen. Wir sind eben im Wettbewerb und hier haben wir einen dramatischen Unterschied zur Printlandschaft. Wir sind im Wettbewerb einem dualen System ausgesetzt. Das heißt, wir haben einen großen Wettbewerber, das ist der ORF, der mit über 500 Millionen Euro an staatlichen Anleihen, Alimentationen ausgestattet wird per anno. Ich muss dazu sagen, ich finde das auch richtig, dass ein öffentlich-rechtlicher existiert, eindeutig. Aber wir müssen natürlich dann in dem Zusammenhang erstmal diesen Standortnachteil oder diesen Wettbewerbsnachteil aufholen und uns dagegen rüsten. Was erlaubt die Digitalisierung im Prozess einer Fernsehproduktion? Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, um dann darüber zu reden, wie kann man der Verantwortung, der man sich jeden Tag stellen muss, wie kann man der gerecht werden? Wir haben die Chance gehabt, damals, als wir 2004 angefangen haben, saß ich tatsächlich in diesem Büro. Und wir haben gesagt, wir haben die Chance, jetzt aufgrund der Digitalisierung und weil die Fernsehproduktion IP-basierend möglich ist, eine Station zu bauen, die keine analogen Schnittstellen mehr hat. Was viele, viele, viele Vorteile hat und deshalb und auch notwendig ist, damit man hier wettbewerbsfähig bleiben kann. Inzwischen gibt es keine Bänder mehr in den Kameras, das läuft alles mit Flashkarten, das wird alles am Computer geschnitten. Früher gab es den sogenannten Zwilling oder Drilling, wo man mit Kassetten rumhantiert hat, das wird alles jetzt am Computer gemacht. Dieser Laptop hier, wir haben die ganzen Mitarbeiter mit Laptops und Computer ausgeführt, jeder Computer bei uns im Haus ist ein Schnittplatz, sodass diese Produktionsprozesse dramatisch vereinfacht worden sind. Alles ist digitalisiert, kleines Beispiel, Speicherkapazität und auch Bandbreite kostet nichts mehr, ist ein Bruchteil dessen, was es früher gekostet hat. Als wir angefangen haben, hat eine 230 Gig Festplatte, externe Speicherfestplatte, 270 Euro gekostet. Jetzt kosten 3 Terabyte 80 Euro. Das heißt, der Preis ist in die Hölle, in den Keller gegangen und die Speicherkapazität ist dramatisch erhöht. Was bedeutet das?
Was bedeutet, dass einfach die, ja, Digitalisierung, was bedeutet, dass die Produktionsprozesse durch die Digitalisierung IP-basiert dramatisch viel einfacher und schneller geworden sind und deshalb auch effizientere Workflows erlaubt. Statt eben, wie schon gesagt, Zeitraum und Kopiervorgang gibt es jetzt einen File-Transfer. Das jetzt wieder klingt jetzt so, wie soll ich sagen, heuschreckenmäßig, die Produktivität pro Mitarbeiter im Programm steigt, weil der Programm-Output pro Mitarbeiter pro Tag höher wird, weil er schneller produzieren kann. Das Investment in die Infrastruktur wird deutlich geringer. Und das ist der entscheidende Faktor wieder für die Verantwortung, es bleibt aber dadurch, dass alles schneller möglich ist, weniger Zeit von On-Location, es passiert etwas, bis es geht On-Air. Und wie geht man damit um? Das ist dann die entscheidende Frage. Es gibt viele Dinge und viele Anmerkungen zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Ich glaube ja zum Beispiel, dass die Medien kaum einen Einfluss haben auf die Veränderung von Einstellungen. Sie können durchaus möglicherweise Meinungen mit beeinflussen, aber es ist ein Unterschied, ob ich eine Meinung beeinflusse oder ob ich tatsächlich in der Lage bin, Grundeinstellungen zu verändern. Ich glaube nicht, dass Medien in der Lage sind, Grundeinstellungen zu verändern. Ich glaube, dass es partiell geht, Meinungen mit zu beeinflussen. Es gibt aber da noch eine andere These, die berühmte Verstärkerthese, die da heißt, Menschen mit einer bestimmten Grundeinstellung konsumieren nur diese Medien, die ihrer Meinung entsprechen. Und deshalb werden die dann auch gar nicht mehr verändert, sondern sie werden nur verstärkt in dem. Das heißt, wäre ich eine linke Kampfsocke, dann würde ich mir niemals jeden Tag die Presse reinziehen. Ja? Also, das ist so. Ja? Und das ist genau der Punkt, wo dann auch Medien und die berühmte Verantwortung der Medien, wo da die wirklich an ihre Grenzen stößt. Ich sage immer bei der ganzen Diskussion über Medien, es ist zunächst mal die Verantwortung jedes Einzelnen. Was nur unsere gemeinschaftliche Verantwortung ist, jedem Einzelnen beizubringen, wie er der gerecht werden kann. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, jeden Tag die Verantwortung zu übernehmen für etwas, was andere Leute übernehmen müssen. Also hier sind wir schon sehr stark auf dem Standpunkt, dass da jeder zunächst mal seiner eigenen Verantwortung gerecht werden muss. Jetzt sind wir bei dem Begriff der Verantwortung. Es gibt für uns, und jetzt spreche ich mal nicht darüber, dass wir sagen, wir machen aus das nächste Topmodel, das hat damit nichts zu tun, sondern hier reden wir eher über den Informationsbereich, über den Newsbereich, über den Daily, über den Talkbereich. Wir machen jeden Tag eine tagesaktuelle Talkshow. Das heißt, hier Begriff, es gibt immer mehr Informationsquellen. Vom früheren Monopol der APA in Österreich, die ja schon angesprochen worden ist, ist man jetzt weg. Die APA ist schon noch notwendig, ist auch ein sehr wichtiges Medium und ein sehr, sehr wichtiges Backbone auch für viele, viele Redaktionen in Österreich. Aber alle Informationen der APA sind auch im Internet verfügbar. Mit höherem Aufwand zu recherchieren, ja, aber es ist möglich. Wir haben gesprochen von, es bleibt weniger Zeit. Früher hat man halt ein bisschen mehr Zeit gehabt und ich würde mir wünschen, dass meine Kollegen der Nachrichtenredaktion auch von 2 Uhr bis 5 Uhr Zeit haben, einen Text zu schreiben. Die Kollegen sind um 2 Uhr auf der On-Location und drehen, kommen dann zurück und schneiden, texten dann noch her und geben dann um 5 Uhr einen fixfertigen Beitrag ab. Das heißt, die müssen mehrere Dinge tun. Da kann man darüber diskutieren, ist das sinnvoll, ja oder nein. Es ist meiner Meinung nach sehr sinnvoll, weil es individueller gestaltet wird. Aber von der alten Produktion News, gehen wir mal davon aus, ORF, die hatten um 19:30 Uhr die ZIP, immer mit einem extrem hohen Anspruch, dem die ZIP auch gerecht wird. Aber wenn eine Meldung dann vielleicht nicht drin war, dann war sie halt nicht drin. Jetzt, und das ist auch niemandem aufgefallen, jetzt gibt es viele unterschiedliche Quellen, aus denen ich mich informieren kann. Das heißt, jetzt ist der Zwang, möglichst schnell alles zu haben, deutlich größer, weil die Vergleichbarkeit da ist und weil der Wettbewerb da ist. Und Nachrichten auch daran gemessen werden, oder auch Nachrichtenjournalisten sich oft daran messen, wer hat die Geschichte als Erster, wer hat das Näschen, wer ist derjenige, der die Geschichte ausgegraben hat, wer der draufgesetzt hat, wer hat den richtigen Trend gespürt, so wie die Presse sagt, wir haben gemerkt, das wird einfach auch nicht nur eine Finanz-, sondern auch eine Wirtschaftskrise, dass
erwarte ich, Entschuldigung, wenn ich das sage, das erwarte ich von einer Zeitung, die sagt, wir haben sehr, sehr starke Kompetenz im Bereich Wirtschaft, erwarte ich das. Nicht erwarten würde ich das von einer anderen Zeitung, vielleicht vom Falter. Meine ich jetzt gar nicht böse, lese ich sehr gerne, aber das sind so Dinge, dass man halt hier, wie soll ich sagen, durch diese High-Speed-Workflows und durch diesen Informationswettbewerb, den man ausgesetzt wird, sehr, sehr darauf achten muss, was passiert dort jeden Tag bei uns on air. Wir als Privatsender, und jetzt bin ich ja Vertreter einer Heuschrecke, weil wir gehören inzwischen zum ProSiebenSat.1-Konzern, halten unsere journalistischen Standards für genauso hoch und genauso anspruchsvoll wie alle anderen Journalisten auch. Es gibt bei uns keinen Unterschied. Das heißt nicht, dass wir sagen, wir machen diese Nachricht nicht, weil wir Privat-TV sind. Was wir durchaus machen ist, dass wir Nachrichten anders gewichten. Dass wir sagen, diese Nachricht ist für unsere Zuschauer, wir produzieren auch für ProSieben Austria News, für ProSieben Austria Zuschauer weniger relevant als zum Beispiel für Sat.1 Österreich Zuschauer oder für Puls 4 Zuschauer. Das tun wir. Das finde ich aber auch durchaus legitim, weil das ist derselbe Mechanismus, den es in allen anderen Mediengattungen auch gibt. Wie kann man das herstellen? Man muss sehr viel Zeit, sehr viel Engagement in Mitarbeiter hineinstecken, in Mitarbeiter investieren, in Training, in Know-how-Transfer. Durch die Digitalisierung ist Folgendes eingetreten. Früher war die Technik und die Beschaffung der Technik der Eintrittswiderstand in diesem Bereich. Das ist durch die dramatische Kostensenkung im Bereich Infrastruktur nicht mehr die Eintrittshürde. Die Eintrittshürde jetzt ist die Qualifikation der Mitarbeiter, das Brain. Deshalb ist das auch bei uns sehr, sehr wichtig, weil die Technik nicht mehr darüber entscheidet, wie etwas gemacht wird, weil die Technik selbst nichts kann, sondern es sind die Menschen, die sie bedienen. Das ist ein ganz wesentlicher bei Puls 4 immer wieder. Ich habe einen Kollegen hier stehen, wir machen ja hier eigene Schulungen. Seit 2004 haben wir angefangen, unsere eigenen Schulungen zu etablieren, haben für den Bereich Fernsehen uns damals auch Hilfe geholt von CNN, bei dem Bereich Digitalisierung deutlich weiter waren als, wie soll ich sagen, der Wettbewerb in Österreich. Und deshalb gehen wir diesen Weg sukzessive, dass wir uns die Mitarbeiter so trainieren und so in diesen Workflow hineinbauen, dass sie dem auch gerecht werden können. Also das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. An den zentralen Stellen der Personalverantwortung, Programmverantwortung sitzen alte Hasen, die über Jahre hinweg, zum Beispiel unser News-Chef, der hat über Jahre hinweg Nachrichten gemacht, der macht das seit, ich glaube, 15 Jahren. Und der muss halt dann diesen Know-how-Transfer, dieses Gespür, diese Ethik, diesen journalistischen Standard auch den Kollegen beibringen. Das ist ein mühsamer Prozess, weiß ich. Ist auch ein Prozess, der immer wieder möglicherweise dann den einen oder anderen Fehler gibt, ja, weiß ich auch. Aber der Prozess an sich ist der richtige Weg, den gehen wir auch weiter. Ne? Das heißt, interne und externe Schulungen, wir machen internen Programm, wir machen externen Programm, permanente Erfolgskontrolle auch durch tägliche Konferenzen, tägliche Redaktionskonferenzen, wo auch die Sendungen der Tage davor nachbesprochen werden, wo auch die als Benchmark im Newsbereich jeden Tag die ZIP besprochen wird, damit wir wissen, was ist dort passiert, aber auch, wie machen sie die Geschichten, weil das ist einfach noch immer, bleibt auch noch für die nächsten Jahre der Nachrichtenstandard in Österreich. Und an dem müssen wir uns messen und das ist unsere Aufgabe. Das war's eigentlich. Ich könnte wahrscheinlich noch ungefähr 10 Stunden reden, ja, weil das ist ein sehr, sehr breites Thema. Aber ich glaube, dass gerade wenn es um Verantwortung geht, und das haben wir auch gerade schon gemerkt, ist die Diskussion und die Fragen zu beantworten viel spannender, weil aus jeder Antwort dann nochmal eine Frage kommt und dann das einfach ein schöneres Wechselspiel ist. Vielen Dank.